Hoffentlich, wenn wir die Map verlassen oder neu laden oder so, dass das dann weggeht. Ja, das ist nervig gerade. Ja, das ist echt gerade sehr, sehr nervig. Aber ja, wird ja wieder weggehen, hoffe ich. Ich höre. Ja, sofort. Schnell. Sofort. Ich würde ja gerne meinem Titan hier einen Speedboost geben. Vielleicht habe ich Glück und es geht einfach weg, wenn ich den Pilz eingesammelt oder... die Quest bei ihm abgegeben habe. Es ist nämlich auch lustig, dass Kraga jetzt ein Ausrufezeichen da oben hat. Bereit! Und los! Vorwärts! Schnell! Mir nach! Folgt mir! Zur Ehre Aonirs! So, dann schalten wir mal Gronn aus. Euch. So, was hast du denn dabei gewonnen? Uns Feueraxt. So, Magenkremplinge. Was? Oh, hier ist wieder Kahlschlag auf einmal. Und ja, ich ignoriere die Erdlinge, also die beiden Gebiete da aus einem guten Grund. Was ich euch zeigen werde. Ah, ihr schon. Ja, ich habe jetzt alle Pilze. Ich habe jetzt alle Pilze gefunden.
So, dann lasst mal sehen. Tatsächlich, ihr habt alle Pilze gefunden. Also gut, nehmt das Schild hier dafür. Mehr habe ich nicht. So. So wäre das mit den Pilzen auch gelöst. Haben wir den Schild gekriegt? Ja. Tornix Schild. Ist ein guter Schild. Kann allerdings von jemandem gerade getragen werden. Aber ist er voll selber. Sie haben Erfahrungspunkte erhalten. Jo, schön. Ja, ich kann auch schon sagen, wir werden einmal auf dem Schwertfelsen neu laden. Ich hoffe, dass beim Neuladen dann der Bug weggeht. Guter Lederhelm. Dämonenschädel. Noch ein Dämonenschädel. Hosenmäßig kann ich noch nichts besonders Besseres tragen. Da würde ich gerne die da tragen. Windstahl plus Brustplatte. Ja, also ich muss auf jeden Fall noch leichte Rüstungen auf Stufe 8 bringen. Und das hier auf Stufe 7. Dass ich den Bogen hier benutzen kann, also einen von diesen Bögen hier. Ja, Beißer wäre auch eine interessante Waffe, dann als Sekundärwaffe. Einfach mal abwarten. So, Erdspalt, bitte. Speichern. Speichern wir mal. Was wollt ihr, Mensch? Hier sind die 300 Eisen für die Klinge. Gut. Wir werden mit dem Schmieden beginnen, sobald ihr bereit seid. Denkt an den Fluch, dem ihr euch stellen müsst. Seid ihr bereit? Ich bin bereit, dem Fluch zu begegnen. Dann höre. Sobald ich beginne, die Klinge zu formen, werden 5 der steinernen Wächter erwachen. Sie werden den Zorn der Felsen heraufbeschwören. Ihr müsst sie aufhalten. Bezwingt die Wächter, bevor die Beschwörung zu Ende ist, oder ihr werdet vernichtet werden. Und lasst auch eure Güter nicht unbewacht. Einige der Steinernen werden versuchen, euch aufzuhalten.
Kehrt zurück, sobald ihr die Wächter bezwungen habt. Die Klinge wird fertig sein. Es hat begonnen. Die Wächter sind erschienen. Sie beschwören den Zorn der Felsen. Der alte Fluch erwacht. Findet sie. Haltet sie auf, bevor sie das Ritual vollenden können. Dies ist die einzige Hilfe, die ich euch gewähren kann. Möge Nidhalf euch gnädig sein, Mensch. Ja, jetzt heißt es warten. Denn das erste Mal, als ich Spell for Science gespielt habe, bin ich einfach zu den Wächter der Erde durch, habe ihm das Eisen gegeben, habe ich die Beschwörung starten lassen und dann ist alles vor die Hunde gegangen. So könnte ich mich daran erinnern, dass es einen Timer gab. Naja, warten wir einfach. Ansonsten hätten wir hier einmal lang können. Und alle ausschalten. Aber ich möchte euch gerne zeigen, was passiert, wenn wir die Wächter nicht aufhalten. Auch wenn das wahrscheinlich ein bisschen dauern wird. Naja, ich werde ein bisschen Nostalgie erleben. Aber wir können werden danach nochmal laden. Die Wächter bezwingen. Auch wenn es mir lieber wäre, wenn dieses Questbuch aktualisieren mal weggehen würde. Aber ja, das erste Mal, als ich auf dem Schwertfels war, in meinem ersten Durchgang von Spellforce 1, bin ich gleich nach dem südlichen Windwaldbergen hier gekommen, hab gedacht, cool, Zwerge, die dürften ja reichen, hab mir hier unten eine kleine Zwergenstadt aufgebaut, hab mich durchgekämpft bis zum Wächter der Elemente, bis zum Diener der Tiefe, da hab die Dinger beschworen, hab dann auf einmal vor Trollen aufs Maul gekriegt, man musste mich zurückziehen. Aber ja, wir können hier erstmal warten. Tee trinken. Ich glaube, allzu viel Zeit hat man nicht, aber ich hätte schwören können, es gab einen Timer damals. Außer der Timer taucht nicht auf wegen dem Questbuch-Bug. Naja.
Währenddessen können wir ja mal so gucken. Also das hier können wir alles verkaufen. Das sind alles alte. Zaubermäßig können wir auch jede Menge verkaufen eigentlich. Ja, Wolf beschwören. Wobei ich eigentlich lieber... Genau. Diese Zauber hätte, aber ich glaube, die lassen wir lieber aus. Konzentriert uns lieber auf das, was wir jetzt schon haben. Weil das muss noch 3 Stufen hoch, also leichte Kriegskunst und leichte Rüstung. Das sind schon mal 3 Level.